Hallo, liebe Freunde der alten Kampfkünste. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Willkommen in der völlig verwaisten Fechthalle der Stahlakademie und bei Stahl TV. Ich grüße euch. Ich hoffe, der Stream funktioniert. Im Chat tut sich erschreckend wenig. Schreibt mal kurz rein, ob ihr mich versteht. Ah, okay. Da kommen die ersten Hallos. Wie geht's euch so im Lockdown? Wie sehen denn bei euch die Lockerungen aus? Es gibt ja jetzt scheinbar so eine Art Wettstreit zwischen den Bundesländern unserer Republik, die sich darin übertrumpfen, wer zuerst was lockert. Und bei uns in Sachsen ist es so, dass die Vereine, die Sportvereine, zumindest Outdoor-Training machen dürfen. Vereinstraining draußen ist erlaubt, wenn es kontaktfrei ist und wenn so bestimmte Auflagen erfüllt werden. Wie sieht denn das bei euch aus? Gibt es bei euch schon Fechtvereine, die sich schon wieder treffen, so halboffiziell mit Solo-Training oder so? Ich sehe gerade, Nagul hat sich in Fragul Nagul umbenannt. Sehr gut. Genau mein Humor. Ich wette, heute stellt er keine einzige Frage. Ach, gut, was liegt denn da so? Fragul hat noch keine Nachricht, wann es wieder richtig losgehen kann. Heiko B. schreibt, bisher einkaufen nur mit Mundschutz, Training wahrscheinlich nicht vor August. Feanor schreibt, bei uns geht es beruflich schon fast wieder voll ab. Was machst du denn beruflich? Ich glaube, ich habe es vergessen. Du hast es mir bestimmt schon mal geschrieben. Aber privat und sportlich werden wir geknechtet. Hauptsache, man arbeitet. Gut, Rainman schreibt, Schulen öffnen zum Teil. Klar, das ist ja zurzeit die große Diskussion. Das kriegen wir alle mit. Thomas Heidenreich schreibt, so richtig, Training ist noch nicht wieder angesetzt. Noch nicht genau abzuschätzen, wann und wie das bei uns geht. Okay. Wie sieht es bei den anderen so aus? Außer Stahl TV, macht ihr schon wieder irgendwas so halboffiziell in der Gruppe? Dürft ihr euch überhaupt schon treffen sportlich? Michael Knopp schreibt, mit Vereinstraining ist leider nach wie vor nichts. Und Emanuel Meyer schreibt, Zürich und Bern ist nichts. Ras Krasche schreibt, mein ehemaliger Verein in Bayern ist auch im Lockdown. Keine News, wann es weitergehen kann, aber das ist auch kaum kontaktfrei machbar. Ja, das ist tatsächlich das Problem. Und Rainman schreibt erstmal nicht, und dass sie Trainingsvideos von unserer Leiterin bekommen. Sehr gut. Und Johanna Huber, ab morgen kontaktfrei im Park. Ah ja, spannend. Gut, dann sind wir ja alle mehr oder weniger in der gleichen Situation. Für die Stahlakademie sieht es so aus, dass wir zurzeit, beziehungsweise mehr oder weniger ich,
ist ja mein Schuppen, ein Konzept erarbeiten, wie man kontaktfrei historisches Fechten in kleinen Gruppen draußen trainieren kann. Wir haben ja Zugriff auf diverse Gelände und da gibt es auch eine recht große Wiese, nämlich unsere Bogenbahn. Und da die Stahlakademie trotz Lockdown fleißig weiter Miete zahlt, bin ich immer überlegen, was man da so ab nächste Woche reißen kann. Das kann natürlich kein normales Fechttraining sein, das wäre ja Kontakt. Aber so Stahl-TV-mäßige Solo-Drills mit 10 Leuten, die auf einer sehr großen Wiese mit viel Abstand zwischendrin stehen, sowas wäre eventuell denkbar, wenn sich alle an gewisse Regeln halten. Wie genau die Auflagen aussehen und was die für uns jetzt für die Stahlakademie bedeuten, das eruiere ich gerade. Ich bin auch gerade dabei, mir ganz genau zu überlegen, was für eine Art von Training kann da denn überhaupt Sinn machen? Macht es Spaß? Haben die Leute was davon? Und wie halte ich über 70 Stahlakademikerinnen davon ab, alle beim ersten Training aufzutauchen? Ja, gut, wie immer unser Begrüßungsritual. Schreibt doch mal in den Chat, wo ihr herkommt und welchen Verein, welchen Club oder welche Trainingsgruppe ihr vertretet. Derweil lese ich mal vor, was die anderen noch so schreiben. Johanna Huber, Techniktraining, Grundlagen oder so. Ja, genau, sowas habe ich mir auch überlegt. Und Christian hat es natürlich gut, privat segeln geht auch wieder. Ja, das ist natürlich schön. Und Michael Bücher schreibt, trainingsmäßig warten wohl alle auf weitere Lockerungen. Ja, klar. Ja, Emanuel Mayer, mit Rapier hast du auch 2 Meter Abstand, solange du nicht stringierst oder passierst, also solange du halt nichts machst, ja, sondern nur mit dem Ort ausgestreckt vor dir rumstehst. Und hier haben wir Heiko B. aus Hannover, Thomas Heinreich für Ochs München vor Ort, Tarnis für die Stahlakademie, hi, Fiona für die Stahlakademie, David Schaffert, beziehungsweise David Hahn aus Lünen ohne Club, Conny Keks, Konstanz, hier könnte ihre Werbung stehen. Irgendwann muss da doch mal Werbung stehen. Für historisches Fechten Würzburg. Heute wieder bis zum Ende dabei. Sehr schön. Johanna Huber für die Braunschweiger Fechtkultur. Rain Man, die Gilde aus Bonn. Bald kann ich es auswendig. Ich muss eigentlich gar nicht mehr hingucken. Christoph und Peggy für die Stahlakademie. Sehr schön. Macht Christoph mit oder hast du nur seinen Account gekapert, Peggy? Und der Sebastian K. für Zornhau aus Langen, habe ich übrigens ziemlich lang gearbeitet. Rask Raschow, also nicht bei Zornhau, da auch, aber in Langen, unter anderem als Game-Grafiker. Das war eine wilde Zeit. Rask Raschow für die Stahlakademie, Maria J. Frankfurt, Michael Büscher, Köln-Bonn, Christian Mamm bei der Stahlakademie, auch wenn er sich hier nicht outet. Emanuel Meyer, Leo et Ursus aus Bern, Michael Knopp aus Siegen. Skola die Schama. Nein, Skerma. Tobias B. sagt Halle zusammen. Tocbri, Ox Bayreuth, Tobias B. SV Vöttingen. Der Tops für die Stahlakademie. Yay. Saskia aus Braunschweig. Ohne Club. Matt Fossil. Krasser Name. War mal bei Zornhau in Offenbach, bis der Ellenbogen kapituliert hat. Au. Bei einer bestimmten Geschichte oder einfach so Verschleiß. Schattenregenmusik für die Stahlakademie. Talhau Rosenstolz. Geiles Händel. Sagt hi. Ah, alte Kampfkunst Wuppertal. Sehr schön. Grüß mir doch bitte den Stefan Dieke recht herzlich. Ja, Sebastian, bei Sunflowers. Ich bin einer der Grafiker,
die Technomage produziert haben, falls du dir mal ein Let's Play angucken willst auf YouTube. Ah, der berühmte Tennisarm, schreibt Matt Frossheil. Da kann man aber was gegen tun. Tennisarm ist eine Entzündungsgeschichte und das kann man kurieren. Ich hatte auch schon 2-3 Mal Tennisarme und habe es irgendwie immer wieder in den Griff gekriegt. Das ist kein Grund aufzugeben, dranbleiben. So, dranbleiben, genau. Was machen wir heute? Ich habe vergessen rumzuschreiben, was wir heute machen. Unprofessionell und improvisiert, wie Stahl-TV nun mal ist. Aber ihr habt schon gesehen, diese Folge hat einen Namen, den ich auch schon fast wieder vergessen habe. Ich glaube, Enter the Flow habe ich geschrieben. Nicht Enter the Dragon, sondern Enter the Flow. Die Leute, die so Artistik und Jonglage machen, so aus der Mittelalterszene, die kennen vielleicht das eingedeutschte Verb, wir flowen jetzt. Und damit meinen die, dass sie jetzt mal so mit ihren Poise und Sticks und so weiter einfach mal in so einen Zustand der dauerhaften, gemütlichen Bewegungstrance verfallen und ihre Routinen quasi nur noch unbewusst als Automatismus durchziehen und sich dabei einfach sauwohl fühlen. Und das nennen die dann sozusagen den Flow. Leute, die sehr viel Freikampf machen, werden vielleicht festgestellt haben, dass sich das Gefühl für das Fechten im Laufe so eines sehr intensiven Freikampftrainings ändert. So die ersten paar Gänge, da ist alles noch so ein bisschen schwer und hakelig. Und mit der Zeit, wenn das Adrenalin dann so steigt und man richtig aufgewärmt ist, dann fängt man an, sich so richtig reinzusteigern. Und dann kommt so eine Phase, wo die Leute sehr schnell, sehr brutal und sehr hart werden. Und da ist auch die Verletzungsgefahr dann am höchsten. So knapp über vor der Schwelle des kompletten Aufwärmens in die Grenze rein, wo es richtig Spaß macht. Da tun sich Leute oft weh beim Freikampf. Und wenn man das so ein bisschen abfängt als Trainer und da die Leute so ein bisschen runterregelt und nochmal so an die Basics erinnert und einfach mal so ein paar lockere Übungen macht und sie dann wieder in den Freikampf schickt, und dann kann es sein, dass die in so einen Flow-Zustand reinkommen. Den kriegt man dann, wenn man nicht mehr so zwanghaft gewinnen will, sondern wenn es einem nur noch um den Spaß an der Fechtkunst geht. Und wenn man sich total konzentriert und irgendwie mit allen Sinnen das komplette Gefecht und den Gegner und die Waffen und die 3D-Umgebung, in der man gerade ist, wahrnimmt und dann einfach nur noch Bewegung und Reaktion ist und einfach nur noch fühlt, was der andere tut und einfach nur noch automatisch reagiert, ohne dass man darüber nachdenken muss und es einem dann auch egal ist, ob man jetzt den anderen jetzt trifft oder ob man, also meistens freut man sich sogar, wenn der andere gut versetzt und man selbst dann auch gut versetzt und das einfach noch eine Weile weitergeht. Und wir machen dann ganz gerne auch so endlos Freikämpfe, wo man innerlich nur noch die erhaltenen Treffer zählt und einfach weitermacht und dann einfach so implizit auch auf gute Technik achtet. Und da kommt man in so ein Gefühl rein, das meiner Meinung nach ziemlich nah an dem ist, was Johannes Lichtenauer so als indes versteht. Er hat das Wort ja nur sehr grob umrissen und sich dem Begriff nur angenähert. Und was wir darunter verstehen, ist eben nicht nur diese zeitliche Komponente, dass ich was gleichzeitig mache, und auch nicht diese rein reaktive Komponente, dass ich einfach entscheide, ob der andere jetzt weich oder hart am Band ist und ich dann A oder B mache. So wie man es aus den Quellen halt auch rausinterpretieren kann, sondern so ein Zustand der erweiterten Wahrnehmung, bei dem ich einfach total in mir selbst und in dem Gefecht drin bin und versuche, diesen kompletten Input, den ich da kriege, möglichst automatisch zu arbeiten und einfach so schnell wie möglich das nächst Naheliegende zu machen und das dann so gut wie möglich. Und dieses Gefühl ist unglaublich befreiend, und das funktioniert aber nur, wenn es einem gelingt, den Kopf, also das zu tun, was man normalerweise so unter den Kopf abstellen zusammenfasst. Natürlich stellt man den Kopf dabei nicht wirklich ab, aber man versucht, das Ganze zu entintellektualisieren und dem Körper zu überlassen und den
und den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsroutinen, die man sich im Laufe seines Kampfkunstwegs fürs Fechten zugelegt hat. Und dazu gehört unter anderem auch eine körperlich entspannte Herangehensweise an die Fechterei. Leute, die schon sehr lange fechten, die werden so meine App sagt, ich soll Pause machen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich mache die mal aus, damit die nicht ständig rumbimmelt. Bum, bum, bum. Zack. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Körperliche Entspanntheit. Trainer, die schon sehr lange fechten oder auch generell Leute, die schon sehr lange irgendeine Kampfkunstart machen, bekommen immer wieder zu hören, ja, bei dir sieht das doch so leicht aus. Das ist immer ein schönes Kompliment. Sie bekommen aber auch oft zu hören, ja, dafür, dass du Trainer bist, ist deine Form aber ganz schön schlampig. Das sind so die zwei Seiten der gleichen Medaille. Zum einen ist es tatsächlich so, je länger man natürlich eine Kampfkunst betreibt, umso leichter fallen einem diverse Dinge. Zum anderen ist es aber auch so, dass man mit der Zeit die Bewegungen immer kleiner macht, einfach weil man von seiner Erfahrung her im Gefecht selbst schon ganz viel vorhersieht und spürt, was der Gegner wahrscheinlich tun wird. Und auf kleinste Anzeichen, auch unbewusste Anzeichen durch unfokussiertes Sehen, instinktiv reagiert, so dass man einfach nicht mehr diesen Riesenversatz machen muss oder dass man sich einfach nicht mehr so unglaublich weit vorlehnen muss beim Absetzen oder so. Ja. Das heißt, die Bewegungen werden kleiner, die Fußarbeit wirkt fauler. Tatsächlich ist aber alles mit der Zeit irgendwann effizienter. Und das erreicht man, indem man viele Jahre lang nicht nur ganz viel trainiert, einfach quantitativ, sondern indem man auch versucht, entspannt zu trainieren. Und mit entspannt trainieren meine ich einfach ganz im Wortsinne sich nicht mehr körperlich so anzuspannen. Ich weiß, dass das bei mir oft nicht so aussieht. Wenn ich sehr hart trainiere, dann schwitze ich auch und dann wirkt das mal so ein bisschen Bromarker-mäßig. Aber tatsächlich trainiere ich auch sehr gerne und sehr oft einfach locker und sehr faul. Und genau das möchte ich mich mit euch heute machen. Wir wollen heute zusammen üben, nicht hart und abgehackt zu trainieren, sondern wir wollen Flow-Training machen. Wir wollen üben, uns beim Training nicht mehr so anzustrengen. Und deswegen üben wir heute auch weniger bestimmte Techniken und Bewegungen. Also wir brauchen natürlich irgendwelche Techniken und Bewegungen, so einfach als Eselsbrücke, an denen wir uns langhangeln können. Aber vor allem geht es mir heute um die Trainingsmethode an sich. Wir werden also Solo-Drills machen, die jetzt mal nicht auf Impact, auf Härte, auch nicht auf, ist der Schnitt jetzt effizient und hat der Schlag jetzt irgendwie eine gute Wirkung und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die ich eigentlich eh nur mit einem Ziel wirklich beurteilen könnte. Sondern wir werden uns mit dem Körper beschäftigen und werden mal versuchen, alles, was verkrampft ist und alles, was hakt und alles, was im Bewegungsmuster so ein bisschen stört und auch im Kopf stört, rauszunehmen. Dafür ist es heute fast egal, was für eine Waffe ihr habt. Ich habe ein einhändiges Schwert dabei und ein zweihändiges. Und ich werde immer mal wieder wechseln und die meisten Sachen könnt ihr mit einem Langschwert, mit einem Einhandschwert oder auch mit irgendeinem Stock machen. Ja? Wenn ihr eine Klingenwaffe benutzt, habt ihr natürlich immer noch den Vorteil, dass ihr dabei noch eine Schnittlinienreferenz habt. Das ist nie verkehrt, man kann auch mehrere Sachen gleichzeitig üben und es muss nicht nur der Flow sein. Aber eigentlich ist es nicht so furchtbar wichtig, was ihr heute nehmt, solange es jetzt nicht gerade Baseballschläger oder so ist. Gut, gut, gut. Habt ihr da noch irgendwelche Fragen dazu? War jetzt ein sehr langer Einstiegsbla, ich weiß. Okay.
Vielleicht noch ganz kurz zwischengerufen. Die Birte hat vorhin erzählt, dass sie irgendwie mit im Chat dabei ist und sich dazu schaltet, aber ich sehe sie nicht. Birte, mach mal Piep. Thomas Heidenreich schreibt, dass das ein perfekter Moment für den Dusak ist. Ja und nein. Das Problem ist, heutzutage nehmen die Leute alle so ganz kleine Plastik- und Lederdusäcken, die fast nichts wiegen. Und ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass man dadurch sehr krass ins Fuchteln gerät. Und ich finde, so ein gewisses Gewicht in der Hand ist beim Flow-Training oft nicht verkehrt. Mit einem Stahldusack oder einem ordentlichen Holzdusack funktioniert es meiner Meinung nach ein bisschen besser. Aber man kann ja auch unbewaffnet Flow-Training betreiben. Von daher ist das nur die halbe Miete, das Gewicht. Gut, dann würde ich sagen, wärmen wir uns mal auf. Und weil das Training heute relativ individualisiert wird, ach, da ist sie, die Birte. Hi. Sorry, Birte, dass ich dich instrumentalisiere. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Papageienvoliere richtig zugemacht habe, als ich gegangen bin. Und ich bin ein wenig paranoid. Kannst du mal kurz gucken, ob die beiden Flügelraptoren gut verschlossen sind. Ich entschuldige mich und danke. Gut, wir machen uns ein bisschen warm und da das Training ja heute etwas individualisierter sein soll, hätte ich gerne, dass ihr euch selbst mal zu Hause so macht, wie ihr euch am liebsten warm macht. Ihr könnt einfach auf der Stelle springen, ihr könnt Hampelmänner machen, ihr könnt irgendwelche Gymnastiksachen machen. Wichtig ist, dass ihr wirklich locker werdet und dabei auch ein wenig ins Schwitzen kommt. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie Aufwärmtraining in der Stahlakademie geht. Da geht es nicht darum, irgendwelche standardisierten Übungen zu machen und rumzuhampeln, sondern Aufwärmen hat bei uns drei Komponenten. Das eine ist das kardiovaskuläre Aufwärmen. Das bedeutet, dass wir den Kreislauf in Schwung bringen wollen, um tatsächlich auch physisch warm zu werden. Das zweite ist, nachdem wir halt eine komplette Durchblutung durch dieses kardiovaskuläre Aufwärmen hergestellt haben, dass wir eine Mobilisation machen. Das heißt, wir rotieren mit allen Gelenken im Körper möglichst mehrmals in jede Richtung. Und das dritte ist dann, falls es sein muss, ein spezifisches Aufwärmen von bestimmten Muskelpartien, sodass die mal ein bisschen was vorleisten müssen. Zum Beispiel irgendwelche Sprünge für die Fußarbeit oder so. So, dass ihr dort auch nochmal an der Stelle, an der Muskulatur selbst, die besonders viel arbeiten muss, dann auch mal was gemacht habt. Ich selbst finde fürs kardiovaskuläre Aufwärmen Laufen am besten. Das funktioniert bei mir persönlich besonders gut, was auch daran liegt, ich einfach gerne laufe. Aber ihr könnt irgendwas anderes machen. Als Struktur empfehle ich euch 2 Minuten kardiovaskuläres Aufwärmen zu machen. Das heißt, irgendwie zu springen, zu hüpfen oder auf der Stelle zu joggen. Und die restliche Zeit auf Mobilisation zu legen. Okay, ich lasse hier den Timer mal 5 Minuten laufen und jeder macht einfach mal für sich.
Gut. 5 Minuten Aufwärmen ist natürlich ein bisschen wenig. Wir machen weiter, indem wir uns mit der Waffe aufwärmen. Die Leute, die noch gar nicht fechten können und sich hier nur so testweise zuschalten, sind nach dem Motto, was machen die komischen Leute hier in diesem Channel? Von denen hätte ich gerne, dass sie sich ihren Stock oder was immer sie da haben, wirklich zweihändig packen und versuchen, meine Bewegung halbwegs genau nachzuahmen, jedenfalls in diesem ersten Teil. Alle anderen, die schon fechten können und jetzt auch auf ihr eigenes Arsenal da jetzt zugreifen, möchte ich darum bitten, die Sachen zu adaptieren. Das heißt also, wenn wir jetzt bestimmte Huten zum Beispiel einnehmen, dann macht einfach die Huten, die ihr für nötig haltet, für die Waffe, die ihr gerade benutzt. Ich fange mit dem langen Schwert an. Ich habe heute ein Federschwert mitgebracht für die Ausrüstungsfreaks unter euch. Und zwar ist das ein Federschwert von Pavel Mutsch. Es ist ein ziemlicher Brecher. Es wiegt auch knappe 2 Kilo. Ich glaube, es ist nicht unbedingt so turniertauglich, fühlt sich aber wunderbar schwertähnlich an und hat eine ziemlich beeindruckende Länge. Ich glaube, das sind fast 1,40 oder 1,35. Genau, und ich benutze das für irgendwelche Flow-Drills total gerne. Was wir jetzt machen, ist erstmal den Kamerawinkel richtig einstellen, Thorsten. So, genau. Ja, das geht vielleicht noch ein Tick höher. Gut. Was wir machen, sind Hutenläufe. Jeder, der HEMA macht, hat schon mal Hutendrills geübt. Ja, normalerweise sieht das so aus, dass der Trainer sagt, wir gehen jetzt an den Ochs, dann steht man hier im Ochs und dann gehen alle in den anderen Ochs, dann macht man das so und dann steht man hier rum
und dann machen sie alle den Flug und dann wechseln sie jetzt wieder in den Flug und dann wechseln sie in den Landort und dann in den Vertrag und so weiter und so fort. Und dann kann man da auch Techniken draus machen. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass ihr die Routen, die ihr jetzt alle könnt, fließend wechselt. Die meisten Hemaisten sind sich ja einig darin, dass Routen also nicht nur statische Vorkampfpositionen sind. Also ich stelle mich hier stundenlang in den Ochs und warte, dass der andere was macht. Sondern ich schlage gegen den Ochs und steche. Ja, das heißt, also der Ochs ist nur eine Durchgangsposition fürs Fechten selbst. Und das heißt, wir stehen gar nicht lange im Ochs rum. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass ihr die Huten beliebig wechselt und dabei einfach die Fußarbeit macht, die ihr gewohnt seid und in keine der Huten stehen bleibt. Das heißt, stellt euch hier einfach einen virtuellen Ochs vor, hier oben, ja, so ein unsichtbarer Thorsten, der den Ochs hält. Und wenn ich jetzt hier vom Flug in den Ochs wechsle, dann nähere ich mich diesem unsichtbaren Abbild von mir an. Und sobald ich das erreicht habe, bing, mache ich sofort weiter und gehe in die nächste Route. Und jetzt wechsle ich wieder runter in den Flug, in den linken. Und stellt euch hier einen unsichtbaren Thorsten vor, der bereits im linken Flug steht. Und ich nähere mich, der Fuß hier ist nach vorne gewandert. Bing, hier ist der Flug. Und jetzt gehe ich rückwärts in vom Tag und in den Langort, bing, habe ihn. Und jetzt gehe ich noch weiter zurück in den vom Tag. Bing, da ist er. Und jetzt gehe ich wieder nach vorne. Das heißt, bleibt in keiner Hut stehen, sondern die Momente, in denen ihr in einer echten Hut seid, die sollen maximal kurz sein. Das sind nur die Scheitelpunkte eurer Bewegung und macht vor allem den Übergang dazwischen. Natürlich nicht ewig in irgendeinem Übergang rumrühren, das ist auch nicht in der Sache, sondern wechselt von einer Hut in die nächste, aber verharrt nicht darin, sondern überlegt euch schon vorher, welche Hut ihr als nächstes einnehmen wollt und geht dann sofort weiter, also macht den Übergang sofort. Am besten überlegt ihr gar nicht, sondern guckt einfach, was passiert und guckt mal, wie viel eure Huten ihr abrufen könnt, ohne dass ihr drüber nachdenken müsst. Und das machen wir jetzt auch. Na, sagen wir mal 6 Minuten. Ne? Bup. 06. Und es geht los. Viel Spaß.
Moment. Und ding, 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 ding. Ich habe irgendwie den Zähler gar nicht gestartet, sehe ich, aber 6 Minuten kommt ungefähr hin. So, ihr müsstet jetzt schon so ein bisschen angelockert sein. Seid ihr alle noch da? Seid ihr alle da? Während die Leute ihre Tastatur suchen, würde ich sagen, gebe ich euch noch mal ein paar Minuten, um euch nach Gusto zu dehnen und vielleicht noch dort nachzumobilisieren, wo es jetzt bei diesem Loch in Bewegung
Ding Sie, das ihr gerade gemacht habt, irgendwo zwickt und zwackt. Fragul, wenn du eine Frage an mich hast, schreib bitte Stahlakademie davor, damit ich das als solche sehe. Das ist ein Zufall, dass ich jetzt hier gerade am Monitor bin. Wie heißt das denn bei dem, bei dem der Ort fast senkrecht nach unten steht und die Arme ausgestreckt sind? Manchmal ist die Klinge fast selbst. Meinst du das hier und das hier? Das ist die Schrankhut. Aus der Schrankhut kann man sehr gut den Krumphau schlagen, falls du mal bei Wichtenauer nachlesen willst. Ach, gut, ich muss mich noch ein bisschen dehnen. Für meinen Ischias, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und ihr könnt euch selbst auch noch ein bisschen nachlockern. Oh mein Gott, mir ist was echt Schlimmes passiert. Oh, das geht gar nicht. Ich habe mir vorhin einen Kaffee gezogen und habe den nicht getrunken. Unfassbar. Man wird nicht jünger. Falls jemand mal eine extrem gute Dehnübung für die Brust und den Bizeps und die Schulter hier haben möchte, kann er mal nachmachen. Und zwar macht er die Beine ein bisschen breiter, streckt den Arm zur Seite und geht gleich in den Bodenkontakt. Und dann versucht ihr, den Kopf zur Seite zu nehmen und mit der Schulter den Boden zu berühren und wenn möglich den ganzen Arm mit dem Boden in Kontakt zu bringen. Also so. Fangt aber langsam an und loszieht. Bei den meisten dürft ihr es gleich sofort losziehen. Die nächste Dehnübung ist total gut für Leute, die hinten Rückenschmerzen haben, also im unteren Rücken. Und zwar dehnt die den Gesäßmuskel richtig gut und macht dadurch die Hüfte locker. Ihr stützt euch ab und bildet ein Dreieck mit eurem Bein. Das Knie zeigt nach vorne und der Fuß ist so zur Seite weggespreizt. Und der hintere Fuß ist abgestützt. Und jetzt bringt ihr Gewicht hier auf das Gesäß und setzt euch da quasi rein.
Und jetzt streckt ihr die Arme nach vorne aus und stützt euch in die Richtung eures Fußes so ein bisschen. Also nicht hier weg, sondern hier weg auf der Achse des Knies. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen nach vorne legen. Und wenn ihr es richtig macht, dann zieht es jetzt im Gesäß und auch ein bisschen an der Außen- und an der Innenseite vom Oberschenkel. Und das ist eine Übung, die ist total gut für Leute, die den ganzen Tag am Computer gesessen haben. Passt aber auf, dass ihr keinen Zwicken im Knie spürt, denn das Ganze ist eine seitliche Belastung fürs Knie. Aber solange ihr das kontrolliert macht, kann eigentlich nichts passieren. So, ich bin jetzt wunderbar weich geturnt. Von mir aus kann es losgehen. Ha, Juli ist jetzt auch da. Reinrausch, schreibt sie. Sehr schön. Schreibt kurz in den Chat, ob euch fertig gelockert habt und ob wir dann weitermachen können mit dem Schwert. Der Erste ist bereit. Sehr schön. Gut. Nagel schreibt, er ist insgesamt etwas starr. Ich denke, besser wird's nicht. Ja, man muss solche Übungen relativ häufig machen. Wir machen unseren zweiten Flow-Drill. Die Hutengeschichte, die zählt ja schon. Ja, stimmt, alle schon mal Oberheuer geübt. Ja. Da beginnen wir in der Hut vom Tag. Bei mir ist jetzt der linke Fuß vor. Jetzt schmeiße ich die Waffe nach vorne und ziehe sie durch bis runter in den Albert, beziehungsweise für die komischen Majoristen unter euch in den Wechsel und mache einen rechten Oberhau auf der Zornlinie und den halte ich hier unten an. So, und diese Art, den Oberhau zu machen, das ist so das Typische, was man so sieht. Ne? Also erst stehen die Leute in der Hut im Solo-Drill, dann kommt ein sehr harter Hau, mit dem Ausatmen und dann landet man hier unten. So haben wir es zum Beispiel auch gemacht, als wir unser Schneiden ein bisschen perfektioniert haben. Das kann man so machen, das ist völlig okay, aber es ist genau dieses Samurai-mäßig abgehebte also dieses da spannt sich alles an und dann stoppt man unten alles ab und das ist ziemlich hart. Und eigentlich ist es für den Körper eine unnötige Belastung. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass ihr hier oben in der Hut vom Tag anfangt, den Schlag macht und ihn nicht so fest macht, sondern ganz locker. Und wenn ihr hier unten seid, dass ihr dann sofort, nachdem ihr hier geschnitten habt, sofort den Knauf nach vorne schiebt, bis ihr hier in der Nebenhut seid und im Rückwärtsgang den Unterhau macht. Hier. Und sobald ihr hier oben seid, am Knopf zieht, so dass ihr wieder in etwas hochgehaltenen Kontakt bleibt, und das immer im Wechsel macht. Wichtig, es besteht dabei eine Gefahr, dass ihr, oh, ein Bot. Frau Kopfnagel, walten Sie Ihres Amtes.
Gut, es besteht dabei die Gefahr, dass ihr zu früh hier den Druck ausübt und bevor ihr den Schnitt noch beendet habt, hier die Fläche eindreht. Also so. Ja, jetzt habe ich hier zu früh gedrückt und dann habe ich die Fläche eingedreht. Genauso, wenn ihr unten seid und hier den unterhauen Rückwärtsgang macht, wenn ihr zu früh am Knauf zieht, dann dreht ihr die lange Schneide zu früh raus, slappt den Gegner mit der Fläche und dann war der Hau maximal ineffektiv. Das bedeutet, bitte komplett den Hau beenden bis hier und erst dann drehen und aus der Drehung heraus den Unterhau machen und erst wenn der Unterhau hier mit dem Ort bis oben durchgelaufen ist, dann am Knauf ziehen und das Ganze im ständigen Wechsel machen. Was wir jetzt machen, ist ein Wechselhau und wir fangen alle zusammen an. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie es aussehen soll, könnt ihr jetzt noch ein paar Sekunden zuschauen. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal gute 2 Minuten. Dum, 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 dum. Und Start. Wechselhau. Und es geht auch wieder wie beim Aufwärmen darum, dass ihr nicht lange in der Endposition verharrt, sondern gleich wieder weitermacht. Achtet aber darauf, dass der Hau die Bewegung beginnt und die Füße erst sich hinterher anpassen. Was war das Steile? Sehr gut. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Und als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze mit dem linken Oberhau und dem rechten Unterhau machen. Das heißt, wir beginnen in der Hut vom Tag auf der linken Seite, machen den Oberhau, drehen das Schwert, jetzt wird am Knauf gezogen, und im Rückwärtsgang machen wir den Unterhau, drehen das Schwert. Übergänge mache ich langsamer als die Heue an sich, aber ich versuche, das Schwert nie ganz anzuhalten. Und ich lasse die Waffe führen und die Fußarbeit ist nur unterstützen. Ich mache kleine Schritte, bin faul, ich drehe hier den Fuß rein und raus, wie es gerade passt. Alles klar? Nichts los im Chat. Ich nehme mal an, ihr seid alle fleißig dabei. Birte, hat das mit dem Bot geklappt? Gib mal kurz ein kleines Mi in den Chat. Und wir beginnen. 2 Minuten.
Kopfnagel fragt, welcher Bot? Crafter Livio, der hier alles in den Chat voll geschrieben hat. Möchtest du... Ah ja, genau, den meine ich. Nichts Abgehaktes, sondern schlagen, locker weg. Versucht euch von statischen Routen zu lösen und begreift jetzt Übergang. Ich bin so kurz im Wechsel im Alba und in der Route vom Tag wie möglich. Hier vom Tag. Sehr schön. Gut. Funktioniert das bei euch? Ich brauche mal ein bisschen Feedback. Kurze Pause. Na, wo sind denn alle 34 Leute, die zugucken? Ah ja, meine Decke sagt, beim Wenden der Klinge oben links wandert der Ort deutlich höher. Mhm. Ja, wenn man etwas flowiger arbeitet, werden die Bewegungen größer. Gut. Und viele wechseln aufs Einhandschwert, das habe ich mir schon gedacht. Ja, es ist quasi, man endet im Einhorn und man wechselt in den linken vom Tag. Genau, und man muss halt darauf achten, die Schritte nicht zu früh zu machen. Lasst euch von der Waffe leiten. Später dann, wenn ihr tatsächlich dann doch mal irgendwie mit Montante mal euer Glück versucht, müsst ihr erst recht darauf achten, dass ihr sehr auf die Waffe hört, was die Waffe will. Deswegen auch mein Hinweis darauf, dass der Dusak manchmal kontraproduktiv sein kann. Aber versucht euch vom Gewicht der Waffe und von dem Puls der Waffe ein bisschen ziehen zu lassen. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt nur Oberheue, dafür links und rechts und schlagen sie kreuzweise. Wir beginnen in einer Hut vom Tag, welcher ist mir egal. Schlagen den Hau, so. Und jetzt gehen wir gleich hoch mit dem Schwert. Also wir lassen, hier wechseln wir jetzt, dass wir hier in der Nebenhut sind, streichen und fahren auch mit der Waffe. Sind hier oben in der Hut vom Tag auf der anderen Seite, schlagen auch wieder den Oberhauf, Haaren auf. Und das können wir zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück machen. Achtet darauf, auf gestreckte Arme nach vorne, dass ihr also schön auch auf Reichweite geht und daraus nicht so ein Kung-Fu-Wirbel wird. Ja, es geht nicht ums cool Aussehen, sondern es geht schon auch um richtige Heulen nach vorne. So, das ist die Übung. Auch hier nicht anhalten, nicht zu viel fuchteln, sondern die Waffe führen lassen und versucht, die Huten so kurz wie möglich zu halten und vor allem dann auch in der Übergangs-Nichtstellung zu sein. Gut, 2 Minuten, Oberheue kreuzweise.
Sehr schön. Ich bin zwischendurch mal kurz stehen geblieben, um zu gucken, ob ich die Schnittlinie richtig habe und habe sogar ein bisschen diese doch sehr unpfeifige Feder zum Pfeifen gebracht. Mein Montante-Training zeigt Wirkung. Jetzt machen wir die Unterheue. Auch Kreuzwalz. Das heißt, wir beginnen entweder im Flug oder in der Nebenhut, schlagen den Unterhauch schön aus der Hüfte, gefolgt mit dem Schritt bis hier hoch. Das ist eine ochsähnliche Position, nur dass sie eher Meyers Einhorn gleicht. Und von hier aus drücken wir den Knauf unten durch und lassen die Hände aber oben. Das heißt, wir gehen nicht bis hier runter und rühren von hier unten, sondern wir lassen die Hände oben und machen etwa aus dieser Stellung hier, machen wir den Unterhauch mit überkreuzten Händen auch schön aus der Hüfte. Jetzt ziehen wir den Knauf, drehen aber die Schneide nicht nach vorne ein und machen das Ganze. Ja, wieder schön zurück. Versucht dran, nicht zu tief runter zu gehen, aber macht es auch nicht nur auf der gleichen Höhe, sonst ist es nur noch ein Gefuchtel aus den Handgelenken. Das ist so ein Mittelding. Ja? Also wir gehen nicht runter, wieder zurück in den Nebenhut. Wir bleiben aber auch nicht total vorne. Gut, Unterheue kreuzweis. Ach nee, das ist was anderes. Okay, nochmal 2 Minuten. Sehr schön. Wir machen eine Pause. Und lassen die Schultern mal ein bisschen ausruhen. Fiona schreibt, dass er Probleme mit der Schnittlinie im rechten Unterhau hat. Ja, das haben sehr viele. Ich auch ab und zu. Hängt bei mir ein bisschen von der Tagesform ab. Es liegt daran, dass ich rechts, du bist wahrscheinlich Rechtshänder, die Hände nicht überkreuzen, sodass man viel mehr Spielraum hat, den Hau
vom Winkel her so ein bisschen falsch zu halten, weil die Hände halt einfach frei sind. Hat es bei den Stillen mit Fechtern gut funktioniert? Hat Nagul eine Frage? Thomas Lang schreibt, yo. Gut, wir machen mal Flow Drill anderer Art. Da nehmen wir Unterheue, einen etwas seltsamen Sturzhau, Oberheue und eine Richtungsänderung des ganzen Körpers. Einfach mal wild durcheinander mischen. Das heißt also, ich sauge mir jetzt irgendwas völlig Schräges aus den Fingern, das so ein bisschen schlachtschwertmäßig rüberkommt. Genau, Raskrasche schreibt, man neigt irgendwann dazu, seine Reichweite einzuschränken. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, deswegen habe ich es vorhin noch erwähnt. Achtet wirklich darauf, dass ihr nicht irgendwann ein Schaufuchteln draus macht, sondern man muss wirklich darauf achten, dass man immer wieder ein bisschen tiefer runtergeht mit den Beinen und die Hände nun schön nach vorne streckt. Auch dann, wenn es anfängt, in den Schultern etwas zu ziepen, weil es ja dann doch ziemlich viele Schläge in relativ kurzer Zeit sind. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr öfter solche Drills macht, werdet ihr relativ bald schneller und dann könnt ihr schneller und häufiger schlagen und auch fester und plötzlich macht ihr das ganze Ding richtig schnell und dann wird es anstrengend für die Muskulatur, weil ihr de facto eine höhere Arbeitsleistung bringt und das wiederum führt dazu, dass ihr schneller dazu neigt, schlampig zu werden und so weiter, bla bla bla. Das heißt, da sind nur so zwei, eine Motivationsschleife und eine Antimotivationsschleife, die sich so ein bisschen gegenseitig aufheben. Ja, Fragul, ich bin bei dir, was das Platzproblem anbelangt, also im Geiste, nicht in der Realität. Versucht einfach nur vor oder zurückzugehen. Gut, der nächste Drill mag etwas exotisch anmuten. Wir beginnen auf unserer starken Seite, das heißt Rechtshänder in der Hut vom Tag auf der rechten Seite. Und machen einen großen freien Oberhau, hier, den wir in einen Sturzhau verwandeln. Hier. Das heißt so. Und beim Sturzhau sind wir dann am Ende in einen Steinochs, den wir nicht eindrehen. Der ist also nicht dazu da, hier jetzt was zu fangen, sozusagen auch so ein Meierochs. Der bedroht von oben. Ja. Achtet aber darauf, dass ihr jetzt hier keine Rührbewegung macht, sondern dass ihr hier wirklich die Schnittlinie haltet und einmal quer durchs Kreuz haut. Also nicht so, das wäre falsch, sondern genau hier durch den Kopf oder die Brust und dann hier relativ steil wieder zurückzukommen. Genau. Also einmal Oberhau-Sturzhau. Dann sind wir hier mit dem rechten Bein vorne und dann drehen wir uns nach hinten, auf den Füßen, beziehungsweise nehmen den Fuß ein bisschen zurück. Das heißt also so, in dem Moment, wo hier der Ort ankommt. Und hier halten wir jetzt nicht an, sondern führen das hier rum in einen Unterhalt. Wieder so. Wichtig ist, dass die Ortbedrohung hier ernst gemeint sein muss und hier die Drehung kommt relativ schnell und hier liegt ihr dann wieder alles rein. Gut, macht das ein paar Mal. Thank you.
Und wir enden dann wieder in dieser Position hier. Und hier schlagen wir den Wechseltau hier runter. Also zack, 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 zack. Und nehmen das Bein wieder zurück. Also dieses hier. Zack, mal so rum. 1, 2, 3, 4. Zack, nochmal. 1, 2, 3, 4. Ich bin nach vorne gelaufen. 1, 2, 3, 4. Wenn wir hier geschlagen haben, wirbeln wir hier einmal durch und landen locker im Flug. Sieht dann so aus. Flug auf der rechten Seite. Okay. Gut, das übt ihr jetzt mal in aller Ruhe für ein paar Minuten. Ich gehe mir noch einen Kaffee ziehen und dann kann ich mir sagen, wie es gelaufen ist. Bis gleich. Das mit dem Kaffee war leider voll der Fail, weil mir 10 Cent fehlen. Sehr ärgerlich. Gut, ich hoffe, bei den meisten hat es geklappt. Thomas Heidenreich fragt notfalls auf einhändige Gewehr adaptieren. Natürlich, klar, ihr könnt auch einfach einen kurzen Stock in die Hand nehmen und nur den Griff halten. Ja? Solange der ein bisschen rausragt und ihr eine optische Referenz habt, ist das okay. Gut, wir sind mit unserem Drill aber noch nicht fertig, Leute. Wir flowen weiter. Wir sind also hier, 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 so, zack. Und wenn wir jetzt hier schon im Flug sind, dann schlagen wir doch gleich wieder hier zurück in den Unterarm. Das sieht dann so aus. Zack, zack, 1, 2, 3, 4. Und drehen uns wieder in die Ausgangsstellung.
Und wenn wir jetzt hier sind, wisst ihr, was wir dann machen? Wir fangen wieder von vorne an, denn jetzt können wir hier wieder in den rechten Oberhaus schlagen. Also, ist unsere Sequenz so. Ich nehme an, ihr habt jetzt einen Gehirnknoten, aber versucht es einfach mal. Wichtig ist, lasst euch nicht zu sehr von den Rotationen und vom Fuchteln verführen, sondern versucht trotzdem noch akkurate Heue zu schlagen, die jeweils in eine der beiden Richtungen klar ausgerichtet sind und nicht irgendwie in der Mitte irgendwo versumpfen. Okay? Gut, 2 Minuten. Kannst du nicht gleichzeitig drehen und zuschauen? Eigentlich war der Sinn der Sache, dass ihr das könnt, nachdem ich es ein paar Mal vorgemacht habe. Aber gut, klar. Jeder soll nach seinem Wissen und Gewissen mitmachen. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir uns miteinander vergleichen. Gut, sehr schön. Oh, die Zeit rast. Wir machen noch eine Geschichte mit Stichen und Abstoppen. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass ihr jetzt freier werdet im Drill und die Wechselheue nach Gusto schlagt und irgendwann in einer der Routen anhaltet, zum Beispiel Pflug oder Ochs, wobei anhalten natürlich die falsche Bezeichnung ist, aber geistig geht ihr durch Pflug oder Ochs und nachdem ihr hier in der Hut seid, geht ihr jetzt fließend nach vorne, macht im Schritt den Stich und dann, wenn der Stich maximal ausgefahren ist, dann kippt ihr ab und macht wieder einen der Schläge. Und es geht auch hier darum, dass ihr nicht ewig lange im Stich stehen bleibt und euch irgendwie vorstellt, dass ihr mit Blut bespritzt werdet, sondern es geht darum, dass ihr, nachdem ihr hier ein bisschen geflowt habt, den Stich fließend macht und dann sofort weitergeht. Also nicht lange aufhalten und das Ganze nicht hektisch und abgehackt machen. Die Fortgeschrittenen von euch können jetzt auch in dieser Übung auch noch überlegen, ob sie zwischen Unterstichen und
Oberstichen unterscheiden wollen. Also Stiche wirklich, die von oben kommen, aus dem Ochs oder von innen aus dem Flug. Ja, oder sogar unten aus dem Alber, der Unterstich, und dann sofort weiter. Ne? Nicht stehen bleiben, nichts Verkrampftes, nichts Angehaltenes. Okay? Gut, es geht los. Sehr gut. Wie geht es euch? Ich bin angenehm erfrischt. Es ist eine sehr schonende Stunde für mich heute. Bing, 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 bing. Übungspause. Alle ganz vom Flow mitgerissen. Ich hoffe, ihr habt nichts geraucht vorher. Das war nichts in der Sache. Aber falls ihr auf Reggae steht, ist das bestimmt eine gute Musik dafür. Gut, wir machen eine Abschlussübung. Die Abschlussübung besteht daraus, dass ihr eure Lieblingsdrills macht, die ihr sonst so gewohnt seid mit euren Waffen, nur diesmal einfach versucht, im Flow zu bleiben. Das heißt, haltet nicht an, macht nichts Starres, macht nichts Abgehacktes, macht nichts zu, zu Kraftvolles. Alleine schon aus Platzgründen. Und nehmt die Drills, die ihr sonst so macht. Die Fortgeschrittenen von euch bitte ich, gar keine feststehenden Drills zu machen, sondern einfach beliebig durch die Techniken, durch die Stücke und durch die Huten zu gehen. Wer müde ist, kann ja einfach jetzt bei mir zugucken und spekulieren, wie viel er erkennt und sich darüber aufregen, wie viel ich jetzt unsauber mache. Nochmal 2 Minuten. Viel Spaß.
Sehr gut. Sehr schön. Damit haben wir den Pflichtteil der Fechtkunst für heute erfüllt. Ich hoffe, die letzte Übung ging dann auch einigermaßen fließend, ohne Schaden für Leib, Leben und Wohnungseinrichtung. Wir haben schon wieder so lang gemacht. Eigentlich war ja mein ursprünglicher Plan, immer eine Stunde fechten und dann 15 Minuten Krafttraining. Jetzt sind wir schon wieder mit 1,5 Stunden dabei. Vielleicht machen wir die Krafttrainingssache dann nochmal in aller Ruhe demnächst. Ich sage euch kurz, was wir beim nächsten Mal machen. Ich wollte am Donnerstag noch mal ein bisschen auf die Fußarbeit eingehen und einfach noch mal etwas dynamischere Fußarbeit machen und so ein bisschen Körperstruktur. Waffe wäre egal. Langes Schwert als Standardmodell ist natürlich okay. Und am kommenden Sonntag käme dann die Bodenarbeit zum Ringen, wenn es euch recht ist. Denn das war ja eigentlich für den letzten Sonntag angekündigt und wurde dann verschoben wegen der Jubiläumsfolge. Gut, sehr schön. Das war's für heute, so ganz grob. Geht's euch gut? Hat's euch gefallen? Habt ihr noch was auszusetzen? Ich muss jetzt aber gleich sagen, Moment, wir machen am kommenden Sonntag kein Ringen, denn Ringen geht nicht ohne Social Distancing und auch mit dem Tops möchte ich mich nicht eng umschlungen auf der Matte rumwälzen, auch wenn ich ihn sehr lieb habe, sondern wir machen Bodenarbeit für das Ringen. Wir werden Falltraining machen, wir werden rumrollen, wir werden diverse Kraftübungen am Boden machen und uns einfach mal so ein bisschen erdverbunden zeigen. Das ist so die Arbeit. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie tolle Ringtechniken machen können, weil dafür brauchen wir einen Trainingspartner. Und den haben wir hier nicht. Johanna Huber meint, war genau das Richtige heute. Ich hoffe, ich war euch heute nicht zu harmoniesäuselig, aber tatsächlich finde ich solche Trainingsgeschichten wie heute total entspannt. Und vielleicht für euch so ein bisschen so als kleines Mitnehmer. Es gibt unfassbar viele verschiedene Arten, wie man Schwertkampf trainieren kann. Also ich kann dieses Flow-Training machen, ich kann starre Technik-Drills machen, ich kann mir ohne Ende mit jemandem auf die Murmel hauen, ich kann mit scharfen Schwertern trainieren, ich kann Schnittlinientraining machen, ich kann schnell und langsam trainieren, ich kann in alle Richtungen trainieren oder nur auf der Linie. Also der Fokus, den ich in so eine Trainingsmethode legen kann, ist so unterschiedlich, auch wenn ich immer wieder das Gleiche tue. Und heute dachte ich, geht es mal so ein bisschen um das Fließende, um das Freie und vor allem auch um das Lösen von solchen Trainingsprozessen. Blockaden und auch so ein bisschen vielleicht auch mal so über den Tellerrand denken und nicht immer nur in Stellungen und Technik denken. Das ist mir immer sehr wichtig. Auch wenn ich meine Schüler total nerve mit der ganz akkuraten Schielhau-Ausführung, wie sie halt genau in der Quelle sein muss und wie sie dann in der Umsetzung sein muss, damit sie dann auch noch funktioniert. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist dann auch einfach eher so dieser athletische Aspekt und dieser Mobility-Aspekt und dieser biomechanische, wie ich halt zu einer harmonischen Ausführung und auch zu einer gesunden Ausführung dieser ganzen Sachen und dieses Hobbys komme. Genau. Maria ist dann schon mal weg und sagt Danke und Tschüss. Ich sag Danke und Tschüss, Maria. Nagul meint, es war nicht so seins. Lass mich raten, du bist sehr groß, ein bisschen schwerer und sehr stark. Jetzt mal ins Blaue. Ich weiß, ich habe bestimmt schon ein Foto von dir gesehen, aber mir haben so viele Leute Fotos geschickt, dass ich sie durcheinander bringe. Aber so, wenn ich in Stereotypen denke,
viele Leute, die diese Art von Training nicht so mögen, sind oft sehr starke Menschen, die es gewohnt sind, dass sie einfach alles noch stärker machen und dann funktioniert es irgendwie. Tut es aber nicht. Tatsächlich kannst du deine Performance auch kraftmäßig steigern, wenn du öfter mal Flow-Training machst. Johanna Huber meint, man kann das Schwert auch harmonisch und elegant zwischen Rippen des Partners platzieren. Ja, vielleicht noch so mit so einem Blümchen vorne dran. Josefina schreibt, es war nicht einfach. Ja. Tatsächlich ist es einfach, aber es ist nicht leicht. das Prinzip ist eigentlich total simpel. Ja. Einfach die abgehackten Bewegungen weglassen und sofort die nächste Bewegung denken und das Ganze nicht zu schnell machen und erst so viel schneller werden, wie es gut funktioniert. Das ist eine total einfache Geschichte, aber es ist schwer. Es ist schwer zum Üben. Fernor schreibt, wisst ihr was sehr Geiles? Morgens Flow-Training im Garten vor der Arbeit. Ja. Flow-Training ist überall cool, auf Berggipfeln, mit den Füßen in der Ostsee stehen, bei Wellengang, auf einer Wiese, morgens im Nebel. Man kann sich total pathetisch und kriegermäßig beim Flow-Training fühlen. Rasch schreibt, ich bin vom Format her auch eher ein Kloß, aber mir wurde das in anderen Sportarten schon ausgetrieben, mit Anspannung und Vorspannung in den Muskeln zu arbeiten. Von daher geht's. Ja. Ich bin übrigens auch nicht generell gegen Anspannung und Vorspannung. Also nicht, dass mich vielleicht die Leute falsch verstehen. Das ist immer eine Frage des Wanns und wie viel davon und wo. Leute, die sehr lange fechten, können genau die richtige Mischung aus Vorspannung und Flow bei der Ausführung haben. Für die ist dann das, was andere total als verkrampft empfinden, dann so eine lockere Vorspannung und die sind dann halt bei der Bewegung trotzdem sehr weich und unglaublich stark, aber einfach, weil sie auf ihrem Level locker geworden sind und sich dann auftrainiert haben. Also wenn man am Anfang so ein bisschen das Gas runternimmt und dann so 2 Jahre viel Flow-Training macht und viel auch Krafttraining nebenher, ja, und Mobility-Training, dann kommen da plötzlich Sachen raus, ja, die sind echt beeindruckend. Also ich sehe das auch bei einigen meiner jüngeren Schüler, die innerhalb von 2 Jahren Krafttraining auch so zu einem Muskeltier geworden sind und die nebenher auch viel von diesem Flow-Training gemacht haben. Und die anzugucken, da werde ich inzwischen so neidisch, ja, weil da hat man den Eindruck, man guckt sich ein Raubtier im Käfig an und man selbst fühlt sich total klotzig, obwohl man der Trainer ist. Und das ist echt eine coole Sache. Josefina beschwert sich, dass einfach und leicht nicht so gut zu unterscheiden seien. Ja, ich finde das immer eine ganz gute Eselsbrücke, so das Wortspiel. Ja, ich meine, klar kann man das semantisch hinterfragen. Aber viele Sachen sind halt eigentlich ziemlich simpel erklärt und auch simpel vorgemacht. Aber bis man dann so richtig so das Gefühl dafür gekriegt hat, quält man sich ewig lang rum. Ja, genau. Raymond schreibt, Sparring wäre da interessant. Also tatsächlich kann man auch ganz wunderbar Flow-Sparring machen. Und das ist eine super schöne Trainingsmethode. Ich empfehle euch dafür, wenig Schutzausrüstung zu nehmen. Also nur Maske und Handschuhe und vielleicht noch einen Halsschutz. Und euch dazu zu verabreden, nicht gewinnen zu wollen. Und dann einfach mal auch nicht so die Treffer zählen und nicht nach jedem Treffer aufhören. Und auch nicht voll durchziehen, sondern vor allem auf Technik gehen. Und einfach mal die Uhr auf 15 Minuten stellen und so lange locker Sparring zu machen, bis es bimmelt. Bis einem auch egal ist, was gerade passiert, sondern bis man total drin ist. Und das fühlt sich erstens richtig gut an und zweitens schult man damit unglaublich sein technisches Körpergedächtnis, wenn man sich so ein bisschen von diesem Wettbewerbsgedanken befreit. Und wenn man das mal so ein halbes Jahr macht, wird man eine enorme Steigerung bei solchen Kämpfen feststellen, bei denen es dann doch um was geht. Also wo man dann doch sehr, sehr schnell und auch sehr gewalttätig wird. Ja, also im Turnier oder so, da hauen sie ja drauf, als gäbe es keinen Morgen. Und
dann reagiert der Körper dann aber anders, weil man diese andere Sache immer auch mal nebenher gemacht hat. Ganz generell empfehle ich euch, immer möglichst viele verschiedene Trainingslevel nebenher zu haben. Also Flow-Training auch mal in einer Einheit zu mischen mit etwas härterem Sparring und mal zu gucken, wie das miteinander interagiert. Genau, beim Karate heißt das Randori. Wenn ihr mal bei den Jiu-Jitsu-Leuten guckt, so Brazilian Jiu-Jitsu oder so, dann nennt sich das Slow Rolling. Und das ist so eine Art endlos Bodenkampf, bei denen man den anderen sofort wieder gehen lässt. Wenn man merkt, dass man jetzt dominant wird, dann macht man wieder ein bisschen locker und lässt den anderen wieder kommen. Und auf die Weise rollen die sich stundenlang auf der Matte rum und kommen dann auch in so einen Bodenkampf-Flow rein, bei dem es halt keinen Gewinner gibt, weil es eher darum geht, die Sache einfach in Gang zu halten und immer wieder verschiedene Stellungen auszuprobieren. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Gut. Hat jemand noch irgendwie was beizutragen für die heutige Unterrichtseinheit? Dann schreibt es jetzt in den Chat. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann haut sie rein. Ich wollte mich nochmal bedanken für alle Leute, die dem Stahl-TV über die PayPal-Adresse gespendet haben. Ich habe heute mal so den Stand geprüft und ich war echt so ein bisschen gerührt und baff. Und dachte mir so, wow, so viel Liebe und Zuwendung in solchen schweren Zeiten. Vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß das echt zu schätzen und es ist echt nützlich. Es fließt direkt in die Miete von dem Raum hier. Und vielleicht noch bei einigen Leuten würde ich am liebsten sagen, ey, spendiert mal nicht so viel. Haltet euch ein bisschen zurück, weil bei einigen Summen dachte ich mir so, oh, die sind jetzt aber wirklich ein bisschen sehr großzügig, das ist jetzt fast schon etwas nicht unangenehm, ja, aber so, jetzt habe ich aber echt ein schlechtes Gewissen. Wenn der Regelbetrieb der Stahlakademie wieder langsam hochgefahren wird, werden auch die Stahl-TV-Folgen seltener werden müssen, denn dann muss ich wieder in meine eigentliche Arbeit, denn im Moment ersetzt Stahl-TV ja den Unterricht, den ich bei der Stahlakademie gebe. Also ich werde Stahl-TV nicht mit einem Paukenschlag so beenden, so von heute auf morgen, sondern ich werde dann irgendwann, wenn wir zum Beispiel im Freien Drills machen können, ja, einmal oder zweimal die Woche oder so, dann werde ich dann halt nur noch ein- oder zweimal die Woche Stahl-TV machen können. Also bitte jetzt nicht mehr ständig viel Geld spenden. Das ist zwar nett, aber tatsächlich will ich auch nicht, dass ihr irgendwann das Gefühl habt, so, jetzt habe ich hier mein Euro gelassen und jetzt macht er nicht mehr weiter. Nicht, dass ich dann in so einen Gewissenskonflikt komme. Aber dennoch vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr natürlich trotzdem drauf besteht, uns weiter zu unterstützen, hindere ich euch natürlich auch nicht daran. Aber auf jeden Fall danke, das wollte ich sagen. Ich spiele mit dem Gedanken, wenn dieser ganze Corona-Stress weniger ist und ich wieder so ein etwas geregelteres Leben habe, mehr Videos für den YouTube-Channel zu machen, vielleicht auch von etwas höherer Qualität, auch vielleicht mal Erklärvideos in der Halle aufzunehmen und das auf eine etwas regelmäßigere Basis zu stellen. Das Problem bei der Sache ist, dass es halt echt eine Menge Arbeit ist und dass ich in einer prekären Berufssituation lebe. Das heißt, ich bin halbtags als Grafikdesigner festangestellt und habe die Stahlakademie als Nebenberuf und habe einen riesen Aufwand mit Steuerberater und Finanzamt und so weiter und so fort und ständig Software-Updates und Bankeinzug und SEPA-Mandat. Und jedes Mal, wenn ich ein Stahlakademie-Video für diesen Channel aufnehme, dann kann ich meiner
eigentlichen Arbeit, von der ich lebe, nicht nachgehen. Das raubt mir Zeit. Und ich habe mir überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, so ein Dauer-Crowdfunding Patreon-Account, Patreon heißt das doch, oder? Zu starten. Und wollte euch mal fragen, ob ihr bereit wärt, den Stahlakademie-Kanal dauerhaft zu unterstützen und dafür regelmäßig hochwertige Videos zu bekommen. Also nicht so wie bisher, dass ich so viermal im Jahr ein Video mache, also als Hobby, sondern tatsächlich auf so einer etwas ernsthafteren Basis und mit einem vielleicht auch besserem Equipment. Und ja, ob ihr auch bereit wärt, wenn ihr sowieso schon hier für Stahl.TV gespendet habt, dann regelmäßig einen kleinen Obolus zum Beispiel über so ein Crowdfunding zu blechen. Ja, denn ich kann meine Produktivität leider nur steigern, wenn sie irgendwie mir ein Brötchen auf den Tisch bringt, sonst verbrenne ich mich völlig. Ja. Denn, ja, genau. Denkt mal drüber nach. Schreibt diesmal oder das nächste Mal in den Chat oder in die Kommentare. Interessiert mich einfach so. Gut, 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 gut. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen, ihr Lieben. Dann würde ich mal hier so langsam zusammenrollen, mich noch ein bisschen rumdehnen. Wünsche euch einen wunderschönen Dienstagabend. Trinkt noch ein gemütliches Fechtbierchen mit euren lieben, mit eingeschlossenen Herzensmenschen. Knuddelt eure Kinder oder Haustiere oder euer Kissen. Schnüff. Und alles Gute und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss, das war der Thorsten fürs Stahl.TV.